Herr Digitalminister Dr. Mehring, bitte. Herr Ministerpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich schließe beim guten Start an. Sie sehen heute eine ganze Reihe wohlgelaunter Politiker vor Ihnen und einen außergewöhnlich gut gelaunten bayerischen Staatsminister für Digitales. Und es liegt daran, dass heute ein außerordentlich guter Tag für die digitale Transformation unserer bayerischen Heimat ist. Es ist deshalb ein guter Tag für die digitale Transformation, weil es auf Initiative unseres Ministerpräsidenten heute gewissermaßen zum Schwur für einen modernen Staat gekommen ist. Wir haben es heute geschafft, als erstes als einziges Bundesland in Deutschland den bundesweit einzigartigen Schulterschluss hinzubekommen zwischen der kommunalen Familie auf der einen Seite und der bayerischen Staatsregierung auf der anderen Seite. Und wir sind entschlossen, gemeinsam einen echten Turbo für eine innovative Verwaltung, für ein modernes Bayern zu zünden. Die Botschaft des heutigen Tages ist, unser Freistaat Bayern, unsere bayerische Heimat, sitzt bei dieser Reise in Richtung Zukunft nicht irgendwo auf der Rücksitzbank und wartet mal passiv ab, wohin die Reise geht. Wir gehen heute in den Fahrersitz, übernehmen selbst das Steuer und bringen Bayern an die Spitze der digitalen Transformation. Gestatten Sie mir, an das Gesagte noch drei Gedanken anzufügen. Erster Gedanke: Warum ist es überhaupt so wichtig, dass wir diesen modernen Staat erschaffen, dass wir eine noch innovativere Verwaltung auf den Weg bringen? Ich bin fest davon überzeugt, auch wenn es pathetisch klingen mag, es ist nicht weniger, gerade in diesen bewegten Zeiten, als ein Dienst an unserer Demokratie. Wir dürfen es auf Dauer nicht zulassen, dass die Menschen das Gefühl haben, alles ist modern, alles ist innovativ, alles ist digital, außer sie treffen auf den Staat. Es darf nicht so sein, dass sie ein Paket, das sie bestellt haben, auf dem Weg um die Welt minutengenau verfolgen können, aber wenn sie einen Bauantrag in einer Behörde abgeben, das Gefühl haben, der verschwindet gewissermaßen in einem schwarzen Loch. Und deshalb müssen wir es schaffen, dass Staat modern daherkommt, dass Staat als innovativ gilt, ja, dass Staat wieder cool, wieder sexy ist, sodass die Menschen sich mit dem Staat, mit unserem Gemeinwesen positiv identifizieren können und nicht leichte Beute sind für politische Geschäftemacher, für rechte Spinner, für linke Ideologen. Deshalb ist es wichtig und auch ein Dienst an der Demokratie, dass wir modernen Staat, eine innovative Verwaltung gemeinsam auf den Weg bringen. Aber es ist über dieses philosophische Argument hinaus auch ein knallharter Standortfaktor, diesen modernen Staat auf den Weg zu bringen. Wir haben derzeit eine Situation, in der die Wirtschaft in Deutschland stagniert, zeitgleich aber ein Wachstum von 20% in der Digitalwirtschaft. Das heißt, es ist völlig klar, der Sound der Zukunft, volkswirtschaftlich, der spielt im Digitalen. Wenn wir unseren Wohlstand mit in die Zukunft nehmen wollen, dann müssen wir es schaffen, an der Spitze dieser KI-Revolution zu stehen, bei den digitalen Märkten der Zukunft die Nase vorne zu haben. Und da gibt es nach meiner Einschätzung, nach unserer Einschätzung als bayerische Staatsregierung, als kommunale Familie in Bayern, insbesondere zwei Flaschenhalse, durch die wir dahin durchgehen müssen. Zwei Bleigewichte, die an diesem Luftballon der bayerischen Wirtschaft hängen und ihn vom Abheben abhalten. Das ist zum einen Bürokratie und es ist zum anderen Demografie, also Fachkräftemangel. Und die Good News dieses Tages ist, für beides heißt die Lösung Digitalisierung. Deshalb gehen wir so massiv mit dem Digitalcheck, mit einer Kollaborationsplattform in das Thema Entbürokratisierung, nutzen diese einmalige Chance der Digitalisierung für Entbürokratisierung, für einen schlanken, modernen Staat. Und deshalb wenden wir auch KI in der Verwaltung an, im Wissen darum, dass wir alles automatisieren und digitalisieren müssen, was wir nur können, um zu einem Zeitpunkt, zu dem die Babyboomer dann in Ruhestand gehen, vor dem Hintergrund der demografischen Struktur unseres Landes noch das Niveau unserer Verwaltung halten und idealerweise sogar noch verbessern zu können. Also, warum wir das tun, liegt, glaube ich, auf der Hand und ist der richtige Weg. In knappen Worten ausbuchstabiert, wie tun wir es? Wir tun es so, dass in Bayern Digitalisierung, so unser gemeinsam geteiltes Verständnis, kein Selbstzweck ist. Auch der bayerische Digitalminister muss nichts digitalisieren, dass es digital ist. Wir digitalisieren in Bayern so, und wir digitalisieren dort, dass das Leben der Menschen besser wird. Deshalb ist es unser Ziel, Digitalisierung und die Chancen dieser digitalen Transformation auch in die Fläche zu bringen, in alle Regionen Bayerns zu den Menschen. Deshalb bin ich mit dabei, Kommunen derzeit unterwegs in allen Regierungsbezirken. Deshalb sehen wir aber auch, dass der Fachkräftebedarf enorm ist, denn wir wollen die PS vor Ort auf die Straße bringen und deshalb wollen wir Initiativen auf den Weg bringen wie den Digitalcampus. Wir wollen IT-Fachkräfte für den Freistaat Bayern als den Premium-Standort für die Zukunftstechnologien in Bayern gewinnen, sodass wir nicht nur Silicon Valley der Zukunft sind, sondern dass die Voraussetzung dafür heute schon das Talent Valley sind, um Letzteres dann in der Zukunft werden zu können. Letzter Punkt meinerseits, wo tun wir es? Und deshalb ist diese Zusammensetzung heute der Game Changer für eine erfolgreiche Digitalisierung. Wir tun es dort, wo Politik
auf die Lebenswirklichkeit der Menschen trifft. Und ist nicht am grünen Tisch im Digitalministerium oder in einem anderen Haus der bayerischen Staatsregierung. Politik trifft dort auf die Lebenswirklichkeit der Menschen, wo das Rathaus steht, wo im Kreistag, wo im Landratsamt Politik gemacht wird. Das ist die Stelle, wo über das Zutrauen in den Staat entschieden wird. Dort wird über das Image des Staates entschieden. Und deshalb müssen wir die Digitalisierung genau dorthin bringen, zu den Kommunen. Und deshalb ist es der richtige Ansatz, was unser Ministerpräsident heute auf den Weg gebracht hat, eben nicht in Silos zu denken, zu sagen, die Staatsregierung digitalisiert, die Kommunen digitalisieren. Nein, wir tun das in Bayern gemeinsam und ziehen am selben Strang in die gleiche Richtung. Die Vision ist also klar, damit komme ich zum Ende. Bayern soll Europas Heimat für Hightech sein. Dazu gehört ein moderner Staat, dazu gehört eine innovative Verwaltung. Und man kann als Ausfluss der heutigen Zusammenkunft klar zum Ausdruck bringen, wir irren da in Bayern nicht irgendwie durch ein vermeintliches Neuland, sondern wir haben dank dieses Bündnisses, das Ministerpräsident heute auf den Weg gebracht hat, einen klaren Fahrplan, wo es hingehen soll und wie wir Bayern an die Spitze der digitalen Transformation bringen, im Gleichschritt zwischen der kommunalen Familie und dem Freistaat. Sie sehen also, meine Damen und Herren, Digitalisierung ist das Masterthema unserer Zeit. Der Digitalminister hat viel Arbeit, er hat allerdings auch viel Unterstützung und dafür möchte ich mich abschließend bedanken. Ich erlebe das ja in diesen CIO-Runden auf Bundesebene derzeit, wie in anderen Ländern die Dinge gesehen werden und ich bin wirklich froh und ich bin stolz drauf und dankbar dafür, dass in Bayern die Chancen der Digitalisierung erkannt werden, dass ich einen gewaltigen Rückenwind bekomme vom Regierungschef aus der Mitte der kommunalen Familie und in gleicher Weise auch aus dem Staatsministerium für Finanzen. Wir ziehen da in Bayern an einem Strang in die gleiche Richtung und deshalb wird in Bayern da auch ordentlich was vorwärts gehen. Wir zünden den Turbo für einen modernen Staat und für eine innovative Verwaltung.